So, meine Freunde, einen habe ich noch, wieder was für die Familie, ein Animationsfilm, Encanto, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig und hoffe ich mal, dass das jetzt richtig ausgesprochen ist. Einen Moment, ich muss mal eben nochmal hier das Fenster aktualisieren, keine Ahnung warum. So, jetzt müsste das passen. Schauen wir einfach mal rein, wie gesagt. Auf geht's. Willkommen bei Familie Madrigal. Wir sind die Familie Madrigal. Wir sind fast da. Unsere Magie ist so fantastisch, sie ist überall. Ich bin Teil der Familie Madrigal. Oh, Vater, da sind sie! Ja, was können die denn alle? Ich weiß nicht mehr, was es weitergeht. Hier wäre alles klar, schon gut, entspannt euch. Es ist physisch völlig unmöglich, dich zu entspannen. Erzähl uns alles, was sind deine Kräfte? Erzähl uns einfach, was jeder tun kann. Und deshalb ist Kaffee nur für Erwachsene. Und Tante Petra beeinflusst unser Wetter. Wenn sie sich ärgert, ziehen Regenwolken übers Land. Mein Onkel Bruno. Bin nicht immer Bruno. Man sagt ja da die Zukunft, bis er irgendwann verschwand. Oh, und meine Mom Julietta fasziniert. Wow, weil ihr Essen sich ganz schnell kuriert. Wow, die hat immer ein Rezept, das funktioniert. Ihr seid beeindruckt, schaut, was noch passiert. Mom. Willkommen bei Familie Madrigal. Zu Haus bei Familie Madrigal. Vor langer Zeit hat uns diese Kerze mit einem Wunder gesegnet. Unser Haus, unsere Casita, wurde durch Magie lebendig. Hola, Casita. Böden! Schubladen! Na los! Als meine Kinder größer wurden, Cecilia, gib mir 5! Segnete das Wunder jedes mit einer magischen Gabe. Aha, aha. Ja klar, ich verstehe dich. Ich bin nicht so super stark wie Luisa. Die Esel sind schon wieder ausgebückt. Schon dabei. Oder so mühelos perfekt wie Senorita Perfecta Isabella. Aber Mama, warum bin ich die Einzige, die keine Gabe bekommen hat? Du bist ganz genauso besonders wie jeder andere in dieser Familie. Du hast meine Hand gerade mit einer Arepa con Queso geheilt. Casita? Was passiert hier gerade? Die Magie ist in Gefahr. Wir müssen hier raus! Wir müssen unser Zuhause und unsere Familie beschützen. Das ist meine Chance. Ich werde die Magie retten. Moment, wie rette ich denn die Magie? Meine Gabe! Mirabel, das Schicksal der Familie hängt von dir ab. Ich kann das nicht. Nehmt doch mein Zimmer. Die Ratten haben mir gerade alles erzählt, die nicht essen. Selbst im dunkelsten Moment gibt es Hoffnung, wo man es am wenigsten erwartet. Viele Stufen. Aber wenigstens habe ich einen Freund. Nein, er fliegt sofort wieder weg. Feigling! Ja, meine Freunde, Encanto ab morgen im Kino. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, habe ich ihn ja genau passend jetzt noch eben vorgestellt. Ja, wie gesagt, für die ganze Familie, Disney-Filme gehen für mich sowieso immer, habe ich schon erwähnt. Ich habe auch mit der Singerei kein Problem, ja, ob das alte Disney-Filme sind oder neue, wenn die da zwischendurch singen, ist das für mich trotzdem sehr unterhaltend und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja, es gibt ein paar, wie gesagt, wo gar nicht gesungen wird, das ist natürlich auch okay. Aber wie gesagt, das sieht halt jeder anders, aber für die Familie mit den kleineren Zuschauern ist das auf jeden Fall immer eine feine Sache, einen Kinobesuch dann abzustatten. Und ja, ich werde mir das Ding sowieso angucken. Gar keine Frage, Disney Plus habe ich ja. Und von daher werde ich mich dann halt auch zurückmelden, wie ich den Film finde. Also von daher würde ich sagen, gucken, anschauen. Schreibt in die Kommentare, was ihr meint. Sind ja jetzt, wie gesagt, einige Sachen, die jetzt noch vor Weihnachten laufen und da wird für jeden was dabei sein. So, ich denke mal, dann bin ich erstmal durch. 3 Trailer und alles klar. Macht das gut.
Mal schauen, ob noch was anderes geht heute. Keine Ahnung. Ich guck mal. Macht's gut. Ciao, ciao.